Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Spore. So, Freunde, so sehen wir momentan aus. Ich würde sagen, wir machen erstmal alles weg. Ja, es ist noch da, okay. Ich dachte gerade, ich habe es weggemacht und nichts mehr von unserem Zeug ist hier. So, hier, weg. Auch weg. Einige Dinge brauchen wir ja nicht mehr, ne? So. Wir können uns erstmal hier dünner machen. Wie machen wir uns dünner? Moment. Ach ja, mit Mausrad war das. Wir machen das komplett mal. Komplett als Schlange erstmal. Dann schauen wir mal, zu was wir uns entwickeln jetzt. So, hier. So was. Nein, sowas ist scheiße. Moment. An sowas. Dann den Kopf ein wenig nach oben. Nein, nicht so. So. Kopf muss schon ein bisschen dicker sein, ne? So hier. Und insgesamt vielleicht etwas Fülle. Dass wir nicht so abgemagert aussehen, ne? Schwanz. Der kann ruhig dünn sein. Und wir machen uns Beine. Beinchen. Hier ein Beinchen. Dann nochmal Beinchen. Yeah, er freut sich. Ihm gefällt's. Ach, dieses Spiel. Man kann hier so verrückte Dinge tun. Ich versuche mein Bestes, dass auch was Verrücktes wird. Wir machen wieder unsere roten Augen. Machen wir zwei? Machen wir ein? Wir machen den Zyklop. Komm, wir machen den Zyklop. Doch, ein Zyklop ist gut. Mit diesem Teil hier. Ja, hier. Aha. So, hier. Okay, das ist nämlich für Allesfresser, ne? Ja, Allesfresser, genau. Und wir wollen ja Allesfresser sein. Und auch bleiben. Giftspucken oder Stachel. 10, 10. Ne, wir können... Ne, verdammt, 5 Punkte fehlen uns. Ah. Ah. 5 Punkte. Ah, dann nehmen wir aber Giftspucken. Wie macht man das jetzt? Giftspucken an den Schwänzchen hier. Ja, doch, ich glaube, das ist ganz gut. Ich glaube, das ist ganz gut hier. Nein, ich möchte nur eins, bitte. Nur einer. So hier. Den Schwanz können wir dann noch ein bisschen besser machen. So hier. Haben wir ein Zyklop? Ich möchte noch ein Horn haben. Das Horn jetzt hier oben drauf wäre es. Schade, das geht nicht. Okay, gut. Ist besser wie nichts. Wir sind noch am Anfang unserer Evolution. Also keine Panik. Keine Panik. Er lacht sich einer. Ist das gelb? Ich kann es ja jedes Mal wieder verändern. Das hat doch auch was, ne? Bisschen was von dem Insekt. Ja, komm. Wir nennen das mal. So. Kreaturenphase sind wir jetzt nämlich. Und jetzt fängt das Spiel eigentlich richtig an. So sehe ich das zumindest. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Hier unten sehen wir einige erstellte Tiere. Es ist wirklich grenzenlose Freiheit in diesem Spiel. Und wir gehen aus dem Wasser. Und schreien erstmal eine Runde. Dass wir alle rufen, ne? Unsere Herde ist bereit. Okay. So. Ein neuer Tag bricht an und für dich eine seltsame und wunderbare Welt. Luft füllt deine Lungen, als du deine... Was? Gliedmaßen so ausstreckst und deine neue Heimat betrittst. Das Festland. Das Evolutionswettrennen hat begonnen. Genau. Du bist nun eine Kreatur, umgeben von deinen Nestgenossen.
Um dich weiterzuentwickeln, musst du die anderen Spezies auf diesem Planeten kennenlernen und DNA sammeln. Neue DNA bringt deine Fortschrittsanzeige voran. Sehen wir es uns einmal an. Okay. Gleise zeigt deinen Fortschritt an. Sie fühlt sich, wenn du Verbindungen mit anderen Spezies eingehst oder dafür sorgst, dass sie aussterben. Gehen wir nun zu deinem ersten Ziel. Hier stehen deine Ziele. Wie du siehst, ist Nahrung für dich überlebenswichtig. Schauen wir mal, wie man sich umsieht und Nahrung findet. Okay, dann gehen wir mal. Ja, ich... Haben wir hier... Ach, rechte Maustaste, Kamera gedrückt, okay. Kann man hier was futtern? Das, bist du was zu futtern? Nein. Aber das da ist was zu futtern. Wir können ja zum Glück alles essen. Das ist das Schöne. So, hier. Oh, da, neues Teil. Neue Teile sind gut. Wir wollen neue Teile. Arme oder Füße? Was ist das? Du hast ein neues Teil entdeckt. Stell dir vor, was für cooles Zeug du noch... du auf noch größeren Skeletten oder Kreaturen finden kannst. Ja. Klicke unten auf den Paarungsruf-Button, um deinen Partner zu finden und in den Kreaturendesigner zu gelangen. Hier kannst du dein Aussehen verändern und die Teile hinzufügen, die du auf der Welt gefunden hast. Ja, aber das möchten wir jetzt noch nicht. Wir haben ja nicht viel gefunden. Bitte. Wir gehen jetzt hier mal auf Erkundungsreise. Wir können noch nichts. Seid ihr lieb? Ja, wir können... Ja, wir könnten angreifen, aber wir sind freundlich noch. Hallo. Ihr seht ja auch drollig aus. Wie heißt ihr denn? Dragano. Ah, okay. Draganos. Dupsidup. Gibt's hier Futter? Hier gibt's Futter. Wir futtern uns was. Njam, 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 njam. Okay, wir gehen jetzt auf die Suche nach neuen Teilen. Neue Teile sind gut, damit können wir uns richtig weiterentwickeln und genau das suchen wir. Seid ihr freundlich? Ja. Okay, weil wir müssen aufpassen, es gibt hier auch nicht freundliche Zeitgenossen, wo uns eingreifen. Und da wir bis jetzt nur das Gift haben, also das Spucken, ist vielleicht nicht so toll. Finde ich zumindest. Wir laufen hier rum. Ich finde keine Teile. Wo sind die Teile? Wo sind die Teile? Schabadabada. Läuft schon ein bisschen drollig, ne? Unser Kleiner. Jam, jam, jam. Oh, wir werden verfolgt. Hm? Was ist mit dir los? Lass mich in Ruhe. Ich will nicht angreifen oder sonst was. Der verfolgt uns, der traut uns nicht anscheinend. Hier unten sehen wir die Karte. Ja? Wenn wir wieder zur Basis zurückkommen, aber... Ja. Da kommen wir wohl nicht hoch. Sind wir wohl in die Sackgasse gegangen? Und? Nein? Ach. Ja, die Kamera ist manchmal ein bisschen schwierig, aber... Das kriegen wir hin. Hast du dich in mich verliebt, oder was, Dragano? Was ist los? Ich glaube, der traut uns einfach nicht. Das ist das Problem. Will uns einfach beobachten, ob wir nichts Böses tun. Aber wir sind ja noch nicht stark genug, um was Böses zu tun. Also, komm nicht mal den Berg hier hoch. Also, könnten wir schlecht was Böses tun. Ich möchte dahin. Auf. Richte da hoch, ja. Das ist nämlich auch noch ein Nest. Okay, die machen auch nichts. Immer abchecken. Hier sind Teile. Jam, 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 jam. Titum, Team. Was ist los? Was ist los, Kollege? Die können schon fliegen, die Schweine. Die Teile können natürlich überall liegen, aber bevorzugt an anderen Niststätten. Deswegen wird die ganzen anderen hier besuchen, hier ein bisschen. Ah, die sind schon ein bisschen aggro hier, ne? Oh, oh, oh. Moment, wir müssen nochmal hier hin. Jetzt kommt er da wieder mit hoch.
Ist nicht sehr. Geh weg. Sonst töte ich euch mit meiner Giftspritze. Aua! Na, geht's noch? Nein! Aua! Lass mich! Hat mich getötet. Wer ist das denn? Bist du auf eine neue Spezies gestoßen? Willst du ihn zum Freund oder als Feind haben? Nimm eine Haltung ein, kannst du zu deinem Nachbar entweder ansingen oder anfauchen. Ja. Deine Haltung bestimmt, ob du eine freundliche, ob du eine andere Kreatur angreifst oder freundlich mit ihr umgehst. Vor der Interaktion klickst du auf den grünen Button für Freundschaft oder auf den roten für Abendessen. Danach kannst du die einzelnen Fähigkeiten-Button auswählen. Ja, es bringt uns nur nicht mehr viel. Ich bin schon fast tot. Der Abschluss der Zellenphase hat dir eine neue Fähigkeit beschert. Klicke auf diesen Button, um sie einzusetzen. Ich muss hier erstmal... Ach, wir könnten beißen. Ich hoffe, wir kommen noch weg hier. Irgendwie. Lass mich. Lass mich in Ruhe. Ah, Hilfe, ich will nach Hause. Da gibt's Heilung zu Hause oder Essen. Essen können wir auch für Heilung. Jam, 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 jam. Diese Bastarde greifen mich einfach an. Solche Zigeuner. War bestimmt irgendein Riesenviech von vorhin. Ja. Sollen wir nochmal dahin gehen? Nein, wir gehen erstmal uns stärker machen. So geht es ja nicht, Leute. Wir werden hier angegriffen. Wir, die zukünftigen Könige von allem, werden angegriffen. Schweinerei, oder? Also das können wir nicht befürworten. Nein, nein. Das müssen wir unterbinden. Wir werden uns jetzt entwickeln hier. Und denen mal zeigen, wo der Hammer hängt. Wo ist mein... Ach so, okay. Ist noch ein Stück. Okay. So geht es ja nicht. Unglaublich. Frechheit. Also das ist frech. Jetzt einfach angreifen, die Spinne doch. Sowas? Nein, nein, nein. So geht das nicht. So, wir singen mal eine Runde. Oh! Wir haben eine schöne Stimme. Hallo. Wir paaren uns eine Runde. Dup-di-dup-di-dup-di-dup. Erstmal eine Runde tanzen. Ja. Wie, ich muss das Ei legen. Was soll denn das jetzt? Ich bin Männchen, verdammt. Was ich davon jetzt halten soll, weiß ich auch nicht so genau, aber gut. Ein neuer Modus zum Spielen, Testlauf. Ja gut, das brauchen wir nicht. Wir machen unsere Kreatur hier weg. 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 Gehe ich hier erstmal zurück ein bisschen und dann so her. Wir werden jetzt nur mit zwei Beinen laufen. Wir haben jetzt Hände, nämlich Greifer. Kosten die alle gleich? Die kosten alle gleich. So hier. Augen. Wir bleiben ein Zyklop erstmal. Was ist denn das? Larvenaugen, ja gut. Wir haben nur noch 25 Punkte. Und wir können so viel tun hier, guck mal. Aber das kostet alles. Wo sind unsere... Da hier. Wir wollen wieder... Ne, Spucker haben wir ja schon. Da wollen wir jetzt noch ein Horn. Horn haben. So, hier. Jetzt können wir rammen und spucken. Okay, was ist das da? Ja, das ist zu teuer für uns, ne? Ist alles zu teuer. Wir haben nämlich nichts mehr. Deshalb... müssen wir halt jetzt so damit klarkommen. Was mit der Macht? Ah, ist immer aus? Oh. Naja, nee, so cool ist das nicht.
Wenn ihr Vorschläge habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, ne? Immer wieder gerne gesehen bei mir. Ja, doch, 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 das können wir mal lassen. Wenn es umbenennen. Wir heißen Semi-LP, habe ich vorhin zwar schon eingegeben, aber okay. Unsere Spezies heißt Semi-LP. So, hier. Und akzeptieren. Hm? Was? Deine Kreatur braucht was? Ein Mund. Ah! Wir haben keinen Mund. Das ist natürlich jetzt kacke, Arsch. Kein Mund. Ja, das ist schlecht. Da müssen wir die Hörner nochmal wegnehmen. Wo ist unser geiler Rüssel von vorhin? Wie stimmt das? Hm? Wo ist denn unser... Reifer, Arme und Beine, Augen und Sinnesorgane. Ne, da ist nicht dabei. Münder. Leute, wo ist denn unser geiler Mundgewinn? Das ist ein Pflanzenfresser, Pflanzenfresser. Sind jetzt alles Pflanzenfressermünder? Was ist mit denn da aber? Finde ich jetzt nicht so cool. Wir haben so ein geiles. Ein geiler Ding gehabt. Sauger, wo ist denn der denn hin? Sieht ein bisschen verrückt aus, ne? Okay. Wir lassen ihn so. So, damit kommt unsere neue Kreatur raus. Ich würde schauen, dass wir wieder alles besser werden können. Ja, da spuckt erstmal eine Runde. Müssen wir das jetzt auch spucken? Okay, gut, das haben wir jetzt gelernt, das Spucken. Okidoki. Gut. Gut, dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen und Kommentare da, alles was ihr wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.